Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen neuen Guide präsentieren zu einem Secret Pet, welches wir jetzt im Pre-Patch erhalten können. Und was für ein Pet ist das? Es ist nämlich ein schickes Murloc-Pet. Und ja, ihr seht hier, Glimmer heißt es, ein lila Murloc von einem ominösen neuen Murloc-Clan. Und wie wir das kriegen können, das möchte ich euch jetzt zeigen. Als allererstes müsst ihr einmal nach Nordend. Und da bin ich schon, hier einmal Nordend und dann hier in die Grizzlyhügel. Dann müssen wir relativ weit runter in die Venture-Tour-Bucht. Und zwar etwa auf die Koordinaten 1788. Und wenn ihr hier seid, dann seht ihr hier so eine Eisscholle. Also wir haben hier den Leuchtturm und hier ist so eine Eisscholle. Und bei dieser Eisscholle ist es so, dass hier oben ein Murloc spawnen kann. Der kommt so, ich hätte jetzt mal gesagt, um die 10, alle 10 Minuten, sowas Pi mal Daumen. Und wenn dieser Murloc spawnt, muss man an ihn ranlaufen und dann lässt er eine Schuppe fallen und diese Schuppe wiederum startet eine Quest. Und am Ende dieser Questreihe können wir dieses schicke Murloc-Pad kriegen. Wir wollen uns jetzt zusammen die Questreihe anschauen, beziehungsweise ja, das Murloc-Pad holen. Und ich habe Glück, hier direkt in der Aufnahme der Murloc spawnt. Übrigens, man sollte hier am besten nicht stehen. Vorher waren hier einige Spieler gestanden, da hat er irgendwie gebuggt, dann ist der Murloc weggelaufen, hat die Schuppe aber nicht gedroppt. So, wir fliegen jetzt hier hin. Jetzt schreit er, rennt weg und jetzt müsste hier eine Schuppe spawnen. Okay, es hat bei mir auch wieder gebuggt, jetzt müssen wir nochmal 10 Minuten warten. Heißt, das kann anscheinend auch passieren, wenn wir normal hinfliegen. Sobald ich die Quest habe, sehen wir uns gleich wieder. So, nach etwa 10 Minuten ist der Murloc wieder aufgetaucht. Wir haben ihn verscheucht hier und da ist die Schuppe. Und jetzt kriegen wir eine Quest und zwar müssen wir mit König Mürgel Mürgel in der Boreanischen Tundra sprechen. Der gibt uns dann einmal hier auch ein Unterwasseratmungselixier. Und ja, ihr werdet es vermutet haben, wir werden es auch tatsächlich brauchen. König Mürgel Mürgel, wer ihn nicht mehr kennt, befindet sich hier in der Boreanischen Tundra auf den Koordinaten 43, 14. So, dann sind wir jetzt in der Boreanischen Tundra, hier beim König. Und jetzt gehen wir mal die Quest ab und schauen, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen nämlich jetzt 10 Krabbenfleischbrocken besorgen. Und diese Krabbenfleischbrocken bekommen wir von Krabben, die ja unter anderem hier unten rumgammeln. Beziehungsweise, ja, wir müssen tatsächlich wieder komplett zurückfliegen und da das Krabbenfleisch holen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, Dalla, wir sind zurück in der Venture-Bucht. Und zwar hier unten etwa auf den Koordinaten 20, 51, hier in den Grizzly-Hügeln. Und da habe ich jetzt einige Krabben umgehauen, wie ihr seht. Also es liegen hier viele rum. Die droppen es ganz okay und hier sind tatsächlich auch einige, beziehungsweise die spawnen auch relativ schnell wieder. Sobald wir dann die 10 Krabben Fleischbrocken zusammen haben, müssen wir es Gott sei Dank hier in der Nähe abgeben, bei so einem kleinen Schiffswrack. Ich habe schon gehofft, wollte ich fast sagen, befürchtet, dass ich wieder zu König Mürgel Mürgel zurückfliegen muss, was doch eine ganz gute Strecke ist. So, wir müssen jetzt einmal unten rein und hier seht schon, hier sind auch diese lila Murlocs. Also hier sind wir auf jeden Fall richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, hier irgendwo unten rein, ja, fast. Ich glaube, ich muss eine Etage höher. Da scheint ein Loch zu sein. Die Schiffe sind ja immer gleich aufgebaut, schon seit Classic. So, da haben wir ihn. Das geben wir einmal ab. Quest beenden. Und jetzt kriegen wir quasi eine zweite Quest und jetzt müssen wir, sammelt einen Haufen Tranfett und dann müssen wir das hier zurückbringen und das Tranfett müssen wir von einem Seelöwen, so wie ich das verstanden habe, oder Walross besorgen. Da habe ich mich schon vorher ein bisschen informiert tatsächlich und da fliegen wir jetzt einmal hinter, ich glaube die Distanz ist kurz genug, das brauchen wir jetzt mal hier nicht cutten an der Stelle. Jetzt muss ich mal gucken, müssen wir da irgendwas Spezielles machen? Wahrscheinlich müssen wir ihn tatsächlich einfach nur umboxen. Und hier müsste der irgendwo sein. Ah, da haben wir ihn. Und ihr seht übrigens, die Mobs sind tatsächlich, wenn ihr mit einem Max-Level-Char rangeht, Stufe 50. Also das ist hier nicht irgendwie low-gescaled. Man muss tatsächlich ein bisschen draufhauen, aber ich vermute mal, ihr braucht kein krasses Gear, dass ihr das Ganze schafft. So. Das haben wir eingetütet, den Haufen Tran haben wir. Und jetzt geht es wieder einmal zurück zum selben Murloc. Ich bin echt, also, ne, ich bin echt ein bisschen froh, dass ich nicht immer hin und her fliegen muss. Weil bis hier hinter, wenn ihr das geflogen seid, das ist schon ein Stückchen. Alternativ, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich nicht genutzt habe, es gibt hier so ein Boot, das hier rüberfährt. Ich
das könnte tatsächlich schneller sein. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft es einem von euch. So, wir können dann wieder einmal hier unten reinschwimmen, geben das Ganze dann ab. So, da la, wieder durch die verwinkelten Schiffsrümpfe durch. Und dann können wir das einmal abgeben. Und die nächste Quest ist, okay, also wir müssen den Tranfett zum anderen Orakel bringen. Wo ist der? Ach, der ist auch hier im Schiff. Perfekt, okay. Solche Quest lobe ich mir doch. Gut, dann dürfen wir das beim Orakel abgeben. Und jetzt müssen wir eine riesige Perle holen. Und diese riesige Perle ist auch ganz in der Nähe. Okay, komme ich hier nicht raus? Ah ja, anscheinend ist meine Wassergestalt ein wenig zu dick. Ich habe mir ja hier so einen coolen Delfin geholt mit so einem Streifen an der Seite. Man kann ja mittlerweile die Druid-Gestalt ein bisschen anpassen, was ganz nett ist. Übrigens auch ein Video schon dazu erledigt. Und ja, beziehungsweise ja, habe ich das einmal gezeigt, wo man, was man dafür Glyphen braucht. So, wir müssen jetzt einmal die Perlen holen. Hier gibt es so einen Elite-Mob, den wollen wir jetzt mal umschwimmen. Und ich habe mir sagen lassen, ich sollte auch nicht hier reinschwimmen, da dieses Seegras mich irgendwie attackt. Wir machen jetzt hier mal das Ding auf. Das hat geklappt, jetzt schwimmen wir mal da rein. Macht irgendwie nichts. Aber ich bin hier beim Erschöpfungsbuff. Ich habe gelesen, dass irgendwie so, dass man da Schaden kriegt, wenn man in dieses Seegras reinschwimmt. War jetzt tatsächlich in dem Fall nichts. Wir haben das Viech hier auch umschwommen. Ich könnt jetzt noch ranschwimmen und gucken, wie stark das ist, aber da meine Erschöpfungsanzeige. Oh, hier kommt schnell. Okay, also man muss sich tatsächlich ein bisschen beeilen. Ich hatte jetzt hier die Wassergestalt, die ja noch einen Ticken schneller ist. Also wenn ihr so eine Möglichkeit nicht habt, als Nicht-Druid, müsst ihr euch echt schicken, ne? Sonst ja, rafft euch die Erschöpfung hin. Gut, die Perle geben wir jetzt einmal ab. Und jetzt müssen wir einen Pet-Battlemeister besiegen. Und wo ist der Pet-Battlemeister? Auch recht in der Nähe, da würde ich sagen. Achso, jetzt bin ich durchgekommen. Ah ja, okay, hier ist anscheinend die Kante, wo wir tatsächlich dann Probleme kriegen. So, ich habe mir sagen lassen, dass der relativ einfach sein soll, wenn man ein paar halbwegs starke 25er-Pets hat. Ich lasse jetzt einfach mal die drin, die ich gerade aktuell drin habe. Also wähle nichts Spezielles aus. Und wir schauen einfach mal, ob wir ihn besiegen können. Ich vermute mal, dass der jetzt nicht der krasseste Gegner sein wird. Ich weiß jetzt aber auch leider nicht, ob die Haustiere scalen, falls ihr keine Max-Level-Haustiere habt. So, er hat drei Pets und zwar zwei aquatische und ein Kleintier. Die sind aber blau, weiß und grün. Also das scheinen ziemliche Shit-Pets zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht gleich hier besiegt und oute mich als Pet-Battle-Noob. Aber im Normalfall sollte es schon gehen. Ich habe jetzt hier den XT, den kleinen drin, der macht ein bisschen AE-Schaden. Wenn ein Gegner drei Pets hat, ist das immer ganz nett. Oh, der hat mich betäubt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Normalerweise kann ich halt hier so eine betäubende Wutanfall machen. Dann dreht er hier ein bisschen am Rad und AE't halt alle weg. Aber den ersten haben wir jetzt schon gekillt. Auch dennoch, obwohl er mich quasi einmal betäubt hat, ist jetzt so, nicht so schlimm. Aber die Pets scheinen alle relativ schwach zu sein, ne? Also ich denke mal, da solltet ihr, wenn ihr ein paar Max-Level-Pets habt, nicht die Probleme kriegen. Solltet ihr Probleme haben und im Pet Battle euch vielleicht nicht so ganz gut auskennen. Es funktioniert im WoW Pet Battle ähnlich wie auch im Pokémon so, dass bestimmte Arten von Pets gegen andere Arten gut sind. Zum Beispiel ist jetzt mein Wildtier. Ihr seht hier, da ist der Pfeil nach oben. Heißt, das ist besonders gut. Also ein Wildtier macht besonders viel Schaden gegen ein Kleintier. Ne? Und zum Beispiel ja, Elementar macht mehr Schaden gegen Wasser oder was andersrum. Boah, ich bin auch schon zu lange aus dem Pet Battle raus. Auf jeden Fall sieht man das immer daran, ob diese Pfeile hoch sind. Und wenn man hier drüber fährt über die Fähigkeiten, dann sieht man auch hier, gegen Kleintiere wäre ich die Fähigkeit besser und gegen Fliegende wären sie schlechter. Ne? Also dementsprechend kann man das immer so ein bisschen sehen. Heißt, man müsste halt da ein bisschen schauen, welche Pets man nimmt. Falls man jetzt wenige gute hat, dann sollte man die auswählen, die halt einen Bonus gegen zum Beispiel aquatisch oder gegen Kleintiere haben. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir einmal runter. Jetzt bin ich gerade überlegen. Nee, es war andersrum. Wasser war, glaube ich, gut gegen Elementar und Flug war, glaube ich, gut gegen Wasser, meine ich. Wildtiere sind gut gegen Kleintiere.
dass ich es jetzt noch zusammenbringe. Aber wie gesagt, über die Fähigkeiten drüber fahren, dann sieht man es tatsächlich auch. Gut, wir geben jetzt die nächste Quest einmal ab und schauen, was wir als nächstes machen müssen. Die Perle haben wir jetzt. Pet Battle haben wir auch einmal gewonnen. Okay. Detailing-Algen müssen wir jetzt besorgen. Die sind auch ganz in der Nähe. Vielleicht kommt auch jetzt das mit dem Seetang, wo wir nicht reinschwimmen dürfen. Ich habe da nur irgendwas gelesen gehabt, dass es da so einen bösen Seetang gibt, den wir nicht berühren dürfen. Ich glaube, das müsste dann eventuell jetzt die nächste Quest sein. Es muss nämlich, ich habe ein Bild gesehen von so Seetang, der so ein bisschen elektrisch aufgeladen ist. Und ich vermute mal, ah ja, okay. Der kommt jetzt. Wir müssen tatsächlich wieder schnell sein. Und jetzt seht ihr auch, warum wir von dem König Mürgel hier diese Tränke gekriegt haben. Die könnt ihr auch einsetzen. Da habt ihr dann 30 Minuten unendliche Wasseratmung. Kann vielleicht dem einen oder anderen helfen. So, ich schwimme jetzt absichtlich zu Demonstrationszwecken hier. Oh fuck, das haut ja richtig rein. Okay, also ihr solltet da auf keinen Fall reinschwimmen. Habt ihr gerade gesehen? Hier, ich bin runter mit dem Leben und das ist kein schlecht equipped, der Char, also der hat eigentlich voll mythic Gear an. Ich schätze mal, das ist prozentualer Damage, ne? Heißt, man kriegt halt wahrscheinlich einfach prozentualen fixen Betrag. Oh, warte mal, ich muss weiter da hinten. Oh shit, die Erschöpfung ist halt hier echt bisschen, ne? Man sollte hier nicht so rumeiern, wie ich das tue. Okay, dann fliegen, wollte ich gerade sagen. Schwimmen wir wieder ein bisschen rein. Also wir müssen drei Sachen aufsammeln und ihr habt ja auch gesehen, da war der Seetang, der böse zu uns ist. Ich frage mich zwar, wie das genau funktioniert, dass unter Wasser ein Seetang elektrisch aufgeladen ist, aber wir hinterfragen das jetzt mal nicht und versuchen einfach unser Pet zu kriegen. Da haben wir noch mehr von diesem Seetang. Da wollen wir auf jeden Fall nicht rein. Mal gucken, wie ich da rankomme. Komm, warte mal, ich schwimme mal von der anderen Seite hier ran. So, ich sage euch jetzt nicht die Koordinaten von den einzelnen Seetang-Dingern, weil man sieht es ja eh auf der Map, ne? Es wird ja mit dem Standard Blizzard-Interface gemarkt. Und ich muss auch sagen, diese neuen Marker, die man. Oh, ach, schau, da hat es einen erwischt. Gut, jetzt lache ich noch. Ah, ich bin nicht hier Pro-Player, ne? Einfach durchgekommen. Was ich sagen wollte, diese neuen Marker finde ich tatsächlich echt ganz cool. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, alles zu einfach, alles zu easy, aber wenn wir ehrlich sind. Wurde ja vorher auch schon Sachen gemarkt und das macht es ein bisschen angenehmer, vor allem wenn man jetzt in irgendwelche Höhlen ist oder so oder Sachen hat, wo manche Sachen oberirdisch sind, manche Sachen unterirdisch oder in verschiedenen Stockwerken, dann sieht man es wesentlich besser und ich finde es eine angenehme Ansicht und soweit ich es gelesen habe, kann man es auch irgendwo ausschalten, wo ich natürlich einen Teufel tun werde, weil ich ja prinzipiell eher eine faule Natur bin und so Hilfe natürlich gerne mitnehme. Gut, wir müssen das Ganze jetzt abgeben. Und zwar wieder hier unten im Schiffswrack. Und dann müssten wir eigentlich schon relativ weit durch von der Questreihe sein. So, also das geben wir einmal ab. Und hier seht ihr, kriegen wir dann das Pet. Das ist die letzte Quest. Wir müssen nämlich jetzt noch einen Boss umboxen. Und dieser Boss, der ist dann hier nochmal auf der anderen Seite. Jetzt bin ich am Überlegen, wir können ja eigentlich auch einmal hochschwimmen. Und dann fliegen. Ich vermute, dass das schneller gehen wird, als wenn wir da komplett drüber schwimmen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze mit einem Non-Druid-Char alles ein bisschen länger dauert. Ihr könnt das Pet ist ja eh Account-wert, also wenn ihr einen Druid-Char habt, macht es wahrscheinlich Sinn, den zu benutzen. Und oder ihr benutzt halt eins von den Wasserreittieren. Es gibt ja verschiedene Seepferdchen, Schildkröten und so. Die machen eventuell Sinn, dass ihr die benutzt. Okay, also hier haben wir dann den Boss, den wir umboxen müssen. Da ist auch schon ein anderer Spieler dran. Der Mob hat jetzt bei einem Level 50er Char über 40k Life, also ist schon ein bisschen was, aber ich denke mal, den müsste man auch mit einem nicht so gut equippten Char totkriegen. Und hier sind ja wahrscheinlich jetzt auch in nächster Zeit, wenn das Pet gerade erst rausgekommen ist, also wenn ihr das Video in den letzten paar Tagen geguckt habt. Als es erschienen ist, dann dürften ja auch einige Leute sein, die das Ganze machen. Dementsprechend, ja, selbst wenn euer Char ein bisschen schwächer aufgestellt ist, dürftet ihr ja hier auch einiges an Support kriegen. Gut, wir haben den umgeboxt und jetzt geht's einmal zurück und dann dürften wir unser schickes Murloc-Pet bekommen. Ich schwimme jetzt mal wieder einmal nach oben und fliege. Ich vermute, dass das ein Ticken schneller gehen wird. Und dann können wir das abgeben. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was das alles für Mounts gibt, die unter Wasser schneller sind. Ich meine, es sind irgendwie, es gibt drei Seepferdchen oder vier mittlerweile.
Dann zwei Schildkröten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Pandan-Schildkröten nicht auch schneller sind unter Wasser. Und dann gibt es auch Quallen, die müssten auch schneller sein, ne? Die man sich ja unter anderem auch angeln kann. Also da gibt es ja allerhand. Ich benutze die nie als Drit, weil die Wassergestalt ist tatsächlich das Beste, was du benutzen kannst. Gut, dann können wir das einmal hier abgeben gehen. Zack, haben jetzt unser schickes Murloc-Pad, haben es einmal gelernt und dann würde ich sagen, packen wir unseren Murloc mal aus, oder? Hier schwimmen wir mal kurz ein bisschen raus. Und halt, das war nix. Das war nix. Hier, Glimmer, den muss ich dann nachher auch noch upgraden. Und da seht ihr unseren hübschen Murloc. Ah ja, ist ein süßes Murloc-Pad, hat auch ein geupdatetes Model. Nicht so wie die alten Murlocs. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Pad und damit wären wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn es was Neues gibt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.